Das neue BUWOG-Projekt am Mühlgrund setzt technische Maßstäbe. Aufgrund der vorbildlichen Bauweise wurde es mit dem Klimaaktiv-Gütesiegel des Lebensministeriums und dem Total Quality Building Gebäudepass ausgezeichnet. Erneuerbare Energien, Klimaschutz und architektonische Flexibilität zählen zu den Anliegen der BUWOG-Gruppe. Nun wurde das Gebäude mit einem Bewohnerfest eingeweiht. In Anwesenheit von Stadtrat Dr. Ludwig und dem Geschäftsführer der BUWOG, Dr. Schuster, konnten die Gäste ihre neuen Nachbarn näher kennenlernen. Generationenübergreifendes Wohnen ist ein wichtiges Zukunftsthema auch für die BUWOG. So wird hier in einer 400 Quadratmeter großen Wohneinheit eine Senioren-WG vom Arbeiter-Samariter-Bund betreut. Außergewöhnliche Architektur legt ihren Fokus vor allem auf Lebensqualität und originelle Extras. Und Teil des des Konzepts war, Grün innerhalb des im Gebäude zu schaffen, in Form eines vertikalen Gartens in dieser geschlossenen Hallensituation. Dieser vertikale Garten erstreckt sich über 5 Stockwerke und zeigt, wie wirkungsvoll sich Grünkonzepte auf die Wohnästhetik auswirken können. Eine ausgeklügelte Passivhaustechnologie sorgt am Mühlgrund für gute Luft. Das Passivhaus hat 2 wesentliche Attribute. Das erste ist die wohlig warme Wärme im Winter. Ein gutes Beispiel dafür ist der Kaffee. Das Passivhaus, also symbolisiert durch die Thermoskanne, wo der Kaffee mit sehr geringer Nachheizung immer auf der gewünschten Temperatur bleibt. Und das zweite Attribut des Passivhauses ist die angenehm frische Luft. Das merkt man, wenn man in ein Passivhaus hineinkommt, dass es immer sehr angenehm, ohne das Fenster zu öffnen, keine stickige, abgestandene Luft ist. Und das bedingt die kontrollierte Wohnraumlüftung. Energieeffizientes Bauen ist im Leitbild der BUWOG fest verankert. Ja, Nachhaltigkeit und technische Innovationen sind seit Jahren ein Schwerpunkt für die BUWOG. Wir haben das auch in zahlreichen Musterprojekten unter Beweis gestellt und wir meinen, ein Bauträger der Größe und Bedeutung, wie es die BUWOG für Wien und für Österreich ist, kann man ohne Beschäftigung mit Nachhaltigkeit und technischen Innovationen nicht erfolgreich sein. Auch der Wohnbaustadtrat zeigt sich zufrieden. Hier an diesem Standort wird Passivhausqualität verbunden mit einer sehr schönen, wunderbaren Umgebung, unmittelbarer U-Bahn-Anbindung und dem Versuch auch Intergenerationswohnen zu ermöglichen. Es ist ein wunderbares Projekt, das zeigt, dass die Wiener Wohnbauförderung versucht, hohe Qualität mit leistbaren Mieten in Verbindung zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute und ein herzliches Glück auf. Auch die BUWOG wünscht den Bewohnern alles Gute und sich für die Zukunft noch viele solche spannenden und innovativen Projekte wie dieses am Mühlgrund.